Herzlich willkommen! Ah, das ging super schnell! Warte, was passiert, wenn ich das hier ausgrabe? Krass, Büsche. Ich brauch mehr Zweige, Johnny. Ich bin so ein bisschen. Oh, guck mal! Maxim, ich hab übel die gute Idee. Wir können quasi alles ausbuddeln und einfach nah an unsere Base bringen. Weißt du? Ich habe aber kein Werkzeug. Ich brauche Stöckchen. Ich brauche jetzt gerade die absoluten Basic-Sachen gerade. Nee, ich kann dir Stöcke geben. Dabei? Komm her. Ja, geh mal her. Ich muss mir erstmal wieder 10.000 Materialien craften. So, also, wir brauchen eine Axt. Hier. So. Hier, Steine haben. Ja, dann gib her. Kannst du einfach jedes Mal meine Feuersteine nehmen. So, warte mal, wie kann ich denn die teilen? Keine Ahnung, das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Guck, ich bringe jetzt das Gras näher zu uns. Ah, ich habe sie geteilt. Okay, mit Steuerung. Okay, also vor der Basis findest du Steine. Und ich baue mir jetzt erstmal Spitzhacks habe ich. Genau, ich brauche das Ding. Was macht denn die Forke, um den Erdboden umzuziehen? Oh! Sieht krass aus. Alter, hier ist schon wieder ein Chemical drin. Alter, siehst du das? Ich habe Savannaboden dabei. Okay, mein Problem ist quasi, ich bin halt nicht mehr wirklich lange sane, ne? Das heißt, ich müsste mir jetzt ein Seil machen. Wir können terraformen, das ist ja krass. Dann sollte ich mir eine Strohrolle machen und dann penne ich in der nächsten Nacht. Also das hilft auf jeden Fall. Da. So, kannst du jetzt mal hier abfackeln? Also wir brauchen. Ey, was machst du? Oh krass, okay. Du kannst ja einfach meinen Kanickelbau kaputt machen. Ja, aber der war eh zu nah am Feuer. So. Du weißt, wie es ist, Johnny. Zu nah am Feuer ist nicht gut. Also, eine Fackel bitte. Zack. Abfackeln! Wir brauchen Holzkohle. Go! Oh! Ich glaube, ich gleich Schaden bekommen. So, bitteschön. Ja, ich würde sagen, ich gehe wieder ein bisschen farmen, oder? Ja, aber lass mal gerade hier die kompletten Grasbüsche der Umgebung an unsere Base bringen. Damit wir nicht so weit laufen müssen. Okay, das ist schlau. Ich mache dabei den neuen Wald. Weil wir haben gerade einen Wald abgefackelt. Wollen wir das vielleicht so machen? Können wir machen. Dass wir einen Wald haben zum regelmäßig Verbrennen. Und einen so ein bisschen zum Nachforsten. Ja. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Also ich meine zeitlich im Sinne von... Irgendwann kommt ja der böse Uwe wieder, ne? Ja, und du hast das Mega-Lagerfeuer, kannst jetzt bauen. Du hast mir einen Feuerstein gedroppt. Nein, ich hab 14 gedroppt. Also hier liegt nur einer. Ich hab ein paar eingesammelt, denke ich. Ich hab kein Holz, aber hier ist noch ein Baum. Ich mach mal den Baum kaputt, ne? Warum ist ein Baum noch in unserer Base? Ja, ich hab den vor uns gepflanzt, gesagt, grab den bitte aus. Wegen Stöcken, aber du hast es nicht gemacht. Ah, okay. Ja, ich brauch noch ein Holzstück. Hast du noch eins? Mhm. Ich gehe jetzt gerade wieder Bäume raiden. Ja, bring mal bitte was mit. Aber beeil dich ein bisschen, ne? Ist schon. Ach so, vorbei. Nee, geht ja. Okay, so viel ist noch. Ein bisschen Zeit ist noch. Achso, ich hab schon Holzrüstung. Can't defeat me. So, wie geht's hier unserem Fackelbereich? Sehr gut, sehr gut. Super Ausbeute bis jetzt. So. Das ist geil, Mann. Wir sind einfach krasse Typen. Ja, wir sind aber wir können sogar Birkenbäume, Birkenstämme. Was bringt uns so ein Stamm? Können wir so einen Stamm ausgraben? Warte mal, auf zu brennen. Fuck, die Holzkohle verbrennt. Die Holzkohle verbrennt? Jetzt ist doch Holzkohle da. Ja, aber die verbrennt während unseres Dings hier. Weißt du? Kacke. Johnny. Ich hab Kacke gebaut. Da ist nicht so wild. Da. Okay, ich komme gleich wieder zurück. Weil ich Spiel mal weiter farmen will, Alter. Okay. Aber irgendwann kommen ja die Schweine wieder, ne? Ich müsste halt eigentlich die Asche hier aufsammeln. Ich drop mal den Feuerstein, den du mir gegeben hast. Du hast ja noch 1 Million von mir eben. Irgendwann brauchen wir garantiert Asche, ne? Hast du schon mal gesehen, wofür wir Asche brauchen? Nee, noch nicht. Aber wahrscheinlich diese Alchemie-Dinger oder so. Alter, manchmal verbackt der so krass an den Bäumen. Ja, dann kannst du ja E und Q, ne? Der schlägt drauf und der rennt quasi nur dagegen. Ja, aber dann mach doch EQ und dann... Achso, ja, das ist bei Stein ist das noch viel schlimmer. Kannst du bitte wiederkommen, weil ich kann kein Feuer machen, ne? Ich habe kein Holz. Okay, ich komme. Bin nicht weit weg.
Das ist halt. Machen wir ein bisschen Sorgen hier. Schmortopf, Steine. Okay, gib mir die Steine. Du hast auch alle Steine hier. Ach nee, ich habe alle Steine. Okay, da habe ich dich mal zu früh geblamed. Hast du Holzkohle, um das reinzuschmeißen? Also ich habe normales Holz, aber ich meine, es ist effizienter, Holzkohle zu nehmen, oder? Naja, ich glaube, Holzkohle kriegen wir weniger schnell hier. Kannst du mein eines Holzstück haben. Ah, so, geschliffener Stein. Hier? Nahrung. Nämlich auch ein paar Büschel ausgegraben. Oh, hast du noch Zweige für mich? Ich brauche dringend Zweige. Für die Supernahrungsmaschine. Nee. Wie? Ich habe dir nochmal das Zweige gedroppt gehabt. Ja, das waren ein paar Stück, da habe ich mir jetzt quasi Werkzeug gemacht, damit ich hier arbeiten konnte. Kacke, ey, Zweige sind halt echt, wir brauchen halt junge Bäume dafür. Das ist halt so ein bisschen das Problem. So. Eigentlich, warte, ich koche jetzt noch ein paar Sachen. Wir kochen ja. Ah, wenn ich die Kanickel fahren kriege aus gekochter Happen. Das ist natürlich besser als alles andere. Oh shit, ich wollte eigentlich schlafen. Oh fuck, egal, ich penne trotzdem noch kurz eine Runde. Oh, es wird. Wir werden nass. Wir werden nass. Aber diesmal nicht so schlimm, oder? Nee. Also, die Sorge ist halt nur, dass es irgendwie nicht aufhört zu regnen. Okay. Ja, da müssen wir. Also, da müssen wir mal einen Schirm bauen, oder? Überleben. Zählt da der Schirm dazu? Tja. Endothermes Feuer. Ja, das habe ich eben auch gesehen, aber irgendwie. Dieses Grasschirm. Also wir brauchen halt überall Zweige. Ne? Alter, ich kann Pfeile bauen. Zweige sind halt das A und O aktuell. Aber die haben so viele Waffen noch zur Verfügung. Ja, das wird halt noch echt insane. Du kannst auch deine Bärenbüsche garantiert ausgraben und näher an die Base bringen, ne? Muss probieren? Ja, das ist für dich. Wäre das doch übel wichtig. Der Tag. Ein paar. Was passiert, wenn ich so einen Setzling ausgrabe? Ah, okay. Ja, ich glaube, ich habe die Lösung. Wir kramen die ganzen Setzlinge aus, die hier überall rumfliegen, und bringen die zu unserer Base. Okay. Weil dann können wir, wir müssen quasi die ganzen Grasbüche und sowas muss alles näher an unsere Base, damit wir da halt nicht so viel Zeit wasten, weißt du? Ja, verstehe ich. Ich mache jetzt hier einen kleinen Wald dadurch, oder? Also theoretisch müssen wir halt trotzdem einen Wald in relativer Nähe haben, weil ich laufe jetzt gerade auch echt weit. Aber ich glaube, die Setzlinge geben ja immer nur Dings. Also die Stöcke. Ne? Und die Stöcke sind ja übel worth für uns, weil die brauchen wir ja. Ja. Also ich glaube, wir sollten zwei Arten von Wälder haben. Ah, ich glaube, also hier habe ich echt ein gutes Gefühl gerade, muss ich sagen. Ja, ich glaube echt wohl. Zack. Ich würde jetzt gerne so ein Grab ausheben. Ich glaube, ich mache das mal ein bisschen Action rein. Nee, machen wir nicht. Und wenn also ich habe einen Edelstein gefunden. Ich habe einen blauen Edelstein gefunden. Oder das Grab ausgedingst hast. Ja. Damit haben wir beide. Ich habe Zahnräder gefunden. Das ist übel geil. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Ich bin gerade nur noch Gräber, Junge. Ich bin Jorik. Ja, ich habe eine Rakete, ich habe ein kleines Raketenschiff gefunden. Okay, aber das wird 100 pro Nachteile haben, so. Haben wir keine Scheiße. Nicht zusammenpassende Knöpfe! Maxim, ich sag es nochmal. Das wird garantiert schief gehen. Alles gut. Okay, also ich habe jetzt hier in unserer Base richtig schon was angelegt. Okay. Scheiße. Ich bin dumm. Tja, aber wir haben halt trotzdem. Oh, noch ein Setzling. Wo kommst du denn her? Achso, so ein Setzling. Nee, keine Ahnung. Ja, aber das ist doch so ein. Okay. Mein Lager nicht gleich mal ein. Base ist ein bisschen kleiner. Oh, ich hab Hunger. Ich hab Hunger. So, hast du Zweige mitgebracht? Oder übelst wenig. Also Setzlinge habe ich dabei, ja. So, wir bräuchten halt. Ja. Also ich brauche halt 6, damit ich dieses super Kochding machen kann, was halt übel worth ist, ne? Okay, ich habe einen Zweig. Ich tu den einfach mal rein. Ich lager es einfach ein. Oder? Ist das nicht voll, ich gucke jetzt gerade hier, ob ich. Wobei, nee, aus dem einen Zweig möchte ich doch etwas bauen. So. Ach so. Hammer.
Luxus. Alter, hier gibt es halt einfach keinerlei Bäume, die uns helfen, ne? Ah, doch hier. Auch mal rein. Also den. Ja, ich lager jetzt einfach den ganzen Bums hier ein. Baut jetzt, glaube ich, noch eine Kiste. Dafür habe ich halt das Material am Start. Das Hauptproblem sind echt die scheiß Zweige, ne? Das kann ja nicht sein, dass das so ein Problem ist. So, die linke Kiste ist jetzt so die Müll-Spaßkiste. Da tue ich jetzt mal die Edelsteine rein und Tarnräder und alles, was so ein bisschen nach Late-Game aussieht. Okay? Warum ist denn hier ein Skelett? Ja, ich habe vorhin am Anfang auch Skelette gesehen. Das ist nichts super. Hier ist ein Strohhut. Oh, krass. Jede Menge Scheiße. Eine Forke. Kacke, werden uns echt um unsere bessere Wirtschaft kümmern müssen. Die Tag- und Nacht-Dinger gehen halt wirklich schnell vorbei. Also jetzt haben wir uns mit der Base echt ein bisschen. Ja, das Ding ist halt, ne, wir brauchen halt die Zweige für die vernünftigen Dinger, aber ich habe das Gefühl, du wastest die manchmal für andere Sachen. Ich? Ja. Ich kann ja nichts wasten. Waste ist nur verbrennen. Ich habe halt richtig viel Zweige für die Zäune gebraucht. Zäune und Mauern verbrauchen Holz und Zweige. Na gut, na gut. Also das Ding. Generell ein paar Blumen pflücken ist halt jetzt immer Überwurf, ne, weil. Aber ich habe halt so Hunger, so, also ich werde halt legit nicht überleben. Oh mein Gott. Ich werde von einer Marder von Bienen verfolgt. Ja, also ich weiß noch nicht, ich bin halt gleich bin ich halt im Bereich, wo ich sterbe vor Hunger. Und ich hab halt immer noch nicht genug Zweige, um das Ding zu bauen, damit ich essen kann. Ich werde jetzt ein paar Zweige zurückbringen. Also ich hab jetzt einen. Okay. Aber kommt ja bekanntermaßen mit einem Zweig an. Aber hier sind noch ein paar Setzlinge. Ach shit, ich muss die ausgraben. Vielleicht kann ich aus einem Ding ja doch was Geiles machen, wer weiß. Ausgraben. Achso, shit. Also ich würde zurücklaufen, ey. Dammit! Das ärgert mich halt übelst, so, wenn ich ehrlich bin. Was denn? Naja, dass wir das nicht so. Dass wir jetzt irgendwie diese Basis haben, aber sie unser größtes Hindernis ist, weil wir so weit zurücklaufen müssen. Jo. Aber ich glaube es. Also, ich habe jetzt gerade nochmal genug Sachen, um dieses scheiß Ding zu machen. Ich habe halt nur kein Essen so. Kannst du mal gucken, ob in den Dingern noch was drin ist? Also in den Fallen, die da rumstehen? Nee. Also, ich sehe nur die ganze Zeit nur eine Falle. Du musst übrigens bald zurück zur Base, ne? Das heißt, ja, ich bin auf dem Weg, aber. Mein Essensproblem wird sich jetzt so nicht lösen. Ich glaube, ich muss über Nacht raus, so. Keine Ahnung. Ah, ich habe kein Gras. Ah, nee, Gras habe ich eigentlich. Ich verhungere halt. Fuck. Ja, also ich habe jetzt 3 Zweige. Reicht das? Vielleicht. Nee, also ich hab genug für den Schmortopf. So ist halt nur einfach too late. Achso, der Schmortopf. Okay, dann mache ich jetzt das Lagerfeuer hier so draußen, oder was? Weiß nicht, ich konnte ihn nur da hinsetzen. Okay, dann mach ich das hier hin. Ein bisschen close jetzt, aber. Weiß nicht, ob das halt zu nah dran ist, ne? Das wird schon gehen. Ich mach's jetzt nicht zu groß. Weißt du was? Ich kann mit Kacke kann ich nicht kochen, das ist natürlich eine Überraschung. Also ich drop halt so. Nee, wir sind schon ein krasses Team so, aber wir müssen. Also ich drop halt so krass Leben, ne? Ich habe jetzt auch unterwegs auch nur Vögel gesehen, die kann ich ja nicht töten. Außerdem machen jetzt hier Pfeil und Bogen oder Bumerang. Hast du so ein Spinnnetz und Holzkohle? Ah ne, Alchemiemaschine. Scheiße, Alter. Wir müssen die Alchemiemaschine bauen. Wir brauchen so ein elektrisches Dingsbums. Was hast du noch an. Ach, warte. Selber essen, denke ich gerade. Okay. Also ich bin jetzt bei 140, 141. Ich drop halt 2 Leben pro Sekunde quasi. Alter, ich habe auch riesen Knast. Alter, Feuer. Oh, so ist das. Komm, raus hier. Ich brauche okay, essen. Raus. Ich muss irgendwo essen. Ich habe einfach übelsten Hunger. Alter, du hast übelsten Hunger, ich sterbe. Also, deswegen heißt es einfach don't starve, Sir. Du verhungerst wirklich. Kacksamen kann ich einfach nicht. Die Karotten, die ich mate, um hier meine Fallen zu machen, sind irgendwie auch weg. Ja. Alter, weißt du noch, als wir diesen Teich hatten und ich nicht verhungern musste, Alter, das war noch geil. Das war doch geil, unsere Teichbasis.
Unsere schöne Teichbase. Du kannst übrigens da rechts mal, wenn du rechts läufst, sind da Kanickel. Ja. Da kannst du, die kannst du auch so killen quasi. Fuck. Ja, da bin ich nicht so gut im Jagen. Okay, also ich glaube, es ist echt anstrengend, den hinterher zu... Ah, ich hab vielleicht einen Kanickel. Oh, wir outrun die, also das ist schon nicht schlecht, aber der Auto-Tag kommt halt zu spät durch. Okay, ich habe einen kleinen Happen. Ich treffe die nicht. Ich treffe die mit dem Auto-Tag nicht. Okay, ich habe jetzt einen kleinen Happen. Wenn ich damit jetzt in die Base komme, kann ich vielleicht noch überleben. Ey, ich treffe die nicht. Doch, du brauchst nur viele Hits dafür. Maxim, hast du in der Base irgendwie Bären oder sowas? Irgendwas, was ich fressen kann? Ja, also nee, ich glaube nicht. Also jetzt haben wir eine Basis gebaut und verhungern, oder was? Also ich jag jetzt einfach wie Forrest Gump hier zum Hasen hinterher. Scheiße. Okay, mein kleiner Happen muss da rein. Und jetzt brauche ich doch irgendeine Zutat, die man essen kann. Fucking hell. Ja, aber es ist noch viel vom Tag übrig, oder? So ein paar Minuten überlebst du doch noch. Ja, ihr müsst jetzt den Happen so essen, weil hier kein Bären oder sonst was sind. Das ist ja worst case, oder? Also ich bin gleich drin. Nein, Jolly, ich kann dich noch nicht wieder gebären, ich hab noch kein Shit. Ja, aber dann kill mal einen Hasen. Oder friss dich mal eine Karotte. Ich jage dich die ganze Zeit, aber ich bin zu langsam. Okay, ich hab gleich nochmal einen. Dann bringen wir mal Bären in die Base. Bringen wir Bären in die Base. Übelst lang keine Bären mehr, ich hab noch irgendwelche Samen und Nüsse, die kann ich braten. Ah, ich hab Karotten. Oh, hier sind Bären. Okay, ich hab jetzt hier nochmal was gefunden. Okay, ich bring ja ein paar Karotten mit. Und. Nein, ich hole gleich. Nein. Oh, ich habe hier ein übelstes Paradies gefunden gerade. Bin ich? Alter, stirb! Ich bin sogar. Stirb! Okay, ich komme. Der Hase will nicht sterben. Ich droppe jetzt einfach die ganze Nahrung, weil ich habe auch selbst übelsten Hunger. Und ich röste mir jetzt ein übelstes Shit. Aber Alter, ich komme. Der Hase stirbt nicht. Wie, der stirbt nicht? Der will nicht sterben, keine Ahnung. Weißt du, okay, ich bin jetzt in der Base. Soll ich jetzt was in den Kochtopf schmeißen oder was? Ja, wenn du einen Hasen hast, ja. Ich hab keinen Hasen. Ich hab nur Karotten und Beeren. Okay, also ich krieg jetzt leider gleich wieder Damage, aber ich meine, der Hase ist, keine Ahnung, ist der buggy so? Weil der stirbt nicht. Also ich kann das, das kann alles da nicht rein. Okay, ich bin RIP. Also ich glaube, ich sterbe jetzt. Weil hier ist eigentlich ein Hase so, aber der Hase hat überlebt. Das heißt, du kannst andere Sachen gar nicht essen, oder was? Nee, das ist ja mein... Oh, ja. Nee, komm hier raus, hilf mir! Geh in den Hasen! Nein, ich kann nicht essen. Ey. Chase ihn in die Trap! Nein! Oh, du bist wirklich gestorben. Oh, ja, was denkst du, was ich die ganze Zeit mache? Ich hätte niemals die 2 gedroppen sollen, Alter. Da war einfach... Oh. Alter, jetzt geh da rein, du Scheißhase. Ja, ist doch jetzt scheißegal. Ja gut, aber wie machen wir es jetzt? Wie kann ich dich wiederbeleben? Ja, gar nicht, ne? Gar nicht? Wir brauchen da Spinnen oder sowas dazu, oder? Ja, du brauchst halt Spinnen, die in ihren Ding haben. Ich meine, das ist die letzte Folge der Woche. Ich denke, wir haben sehr viel gelernt. Wir haben verschiedene... Okay, also... Ja. Mein fucking... Wenn ich den Hate spiele, ne? Und du nimmst Zweige für irgendeine fucking Axt, Schaufel, sonst was, bevor wir diesen Schmortopf haben. Nee, ich glaube, aber der Held ist halt echt das Problem. Also ich meine, Fleisch ist halt wirklich beschissen. Aber es geht ja mit dem Schmortopf. So, wenn ich den Schmortopf habe, ist er halt insane. Aber der Schmortopf ist halt brutal, ey. Also dann machen wir nochmal. Wie bringe ich mich jetzt um? Ja gut, aber die Folge ist jetzt eh vorbei, weißt du? Ja, dann starten wir dann, das ist neu. Ich kann ja hier resetten. Ah, nein, ist einfach broken, Leute. Aber es macht mega Bock. Das war die erste Woche, gibt uns gerne Feedback. Ich hätte übel Bock weiter zu zocken. Ist insane. Ne, wird sogar noch mehr aufnehmen, ne? Du musst noch was machen. Nö, also ich pass auf. Also ich habe eine übel gute Idee fürs nächste Mal. Also ich glaube, ich werde mich übelst gut mit Bernd versuchen. Am besten du nimmst einen anderen Charakter, dann haben wir auf jeden Fall überhaupt keine Probleme. Nee, ich werde den Charakter nehmen und wir spielen das einfach nur richtig, quasi. Okay. Wir machen uns einen Hasenstall dann. So, der Hasenstall muss kein. Karotten sind illegal zu essen, weil dann. Böller ich die da rein? Ja, dann esse ich nur Bären. Ich esse nur Bären vom Bärenstau, okay? Ja, los, und wir können hier ein Beet machen. Wir können hier ein Beet machen mit Karotten für mich und dem anderen. Aber auch hier dieses Gras und aber so. Aber Beet ist ja auch Late Game. Hä? Also die Bärensträuche kann ich relativ früh ausgraben. Aber wie sind wir jetzt? Also Schmortopf und so hatten wir ja alles schon. Wir hätten ihn ja bei Tag 4 schon haben können. Weißt du? Okay.
Ja, dann aber, wie töte ich? Ich muss mich jetzt umbringen. Alter Schwede. Leute, es war insane. Gebt uns gerne Feedback, ob ihr das weiterhin sehen wollt. Uns macht es auf jeden Fall Bock. Und es geht morgen bei Maxim weiter. Ne? Haut rein und bis bald. Haut rein.